So, lasset uns nun über Jurassic World reden. Und nein, in diesem Video jetzt hier werde ich definitiv keinen Jurassic World Rant an den Tag legen. Wir besprechen hier lediglich sämtliche herausgeschnittenen Szenen, also alle Cutscenes aus dem Jurassic World Film aus dem Jahr 2015. Das Einzige, was ich hieran so ein bisschen bemängeln kann, ist, dass die Deleted Scenes in diesem Video jetzt hier, ihr werdet es gleich merken, gar nicht mal so aufregend sind und es sind auch gar nicht mal so viele wie in den anderen Filmen. Was dann irgendwo aber halt doch auch für den Regisseur spricht, dass er es geschafft hat, irgendwie seine Vision bestmöglich an den Mann zu bringen. Und wir reden hier über Colin Trevorrow und ja, ich habe gerade wirklich positive Worte über diesen Mann verloren. Diejenigen von euch, die über das sogenannte Jurassic World Compendium verfügen, die werden jetzt hier in dem Video vielleicht sagen, ey, die wurden aber auch ein oder zwei Sachen angerissen, die du jetzt gar nicht erwähnt hast. Ja, denn das Ganze wird hier ähnlich ablaufen wie auch bei meinem Jurassic Park 3 Deleted Scenes Video. Wir nehmen uns das fertige Drehbuch, das so genau vor Universal geknallt wurde und gesagt wurde, das wird jetzt so verfilmt. Und aus diesem Drehbuch wurden bestimmte Szenen eben herausgeschnitten und diese Szenen besprechen wir jetzt hier. Das heißt, diese ganz frühen Planungsphasen lassen wir jetzt hier in diesem Video erstmal raus. Wenn dich aber interessiert, wie Jurassic World ursprünglich hätte aussehen sollen, habe ich hier oben mal ein Video für dich. Da haben wir schon mal ausführlich drüber gesprochen gehabt. Da kannst du gerne mal draufklicken und das Ganze nachholen. In diesem Sinne, das war's mit der Einleitung. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mit allen Deleted Scenes aus Jurassic World. Viel Spaß! Die erste Szene, über die wir jetzt sprechen wollen, die es nicht in den fertigen Film geschafft hat, umfasst sofort meinen Lieblingscharakter aus der gesamten Jurassic World Trilogie, will ich mal meinen. Hierbei geht es um Laurie, der nämlich im ursprünglichen Film hätte wesentlich mehr Screentime bekommen sollen. Unter anderem hätte man hier auch eine Szene gesehen, in der Laurie mit Vivian, das ist so seine Love Interest, wo dann eben später rauskommt, nee, die hat eigentlich einen Freund, wo er mit ihr eben über das Thema Indominus Rex spricht und ihr quasi erklärt, wie das Tier aus dem Gehege ausbrechen konnte. But that paddock is mostly infrared cameras, so the only way it could hide from thermal was if it could change its heat signature. No animal can do that. I know, that's what I've been saying this whole time. Show it again. Passend zu dem Dialog der beiden sehen wir dann eben auch eine Szene auf einem der Computer, in dem man eben verfolgen kann, wie der Indominus Rex sich komplett tarnt und quasi unsichtbar macht und sich eben vor dem Wärmegenerator, also vor den Wärmegeneratoren tarnt. Das heißt, hier muss ich mich auch wirklich entschuldigen, weil ich immer dem Film vorgeworfen habe, wie dumm es eigentlich ist, dass die einfach ins Gehege reinrennen, was immer noch nicht so schlau ist, aber ich habe immer gesagt, wieso haben sie nicht einfach Infrarotkameras angeschaltet, die ja offensichtlich da waren. In der Szene jetzt hätten wir erfahren, das hätten sie wohl auch gemacht, nur die hätten eben nicht funktioniert, weil der Indominus Rex seine Temperatur so verändern kann, dass er eben auch diese Wärmebilder täuschen kann. Das wird, glaube ich, sogar im fertigen Film später auch nochmal kurz erwähnt, den wir bekommen haben. Das habe ich aber scheinbar irgendwie ausgeblendet. Auf jeden Fall hätte diese Fähigkeit des Indominus Rex wesentlich länger thematisiert werden sollen. Lustigerweise wurde diese Szene aus dem Film geschnitten und ist trotzdem sowohl einmal in einem Junior-Roman zum Jurassic World-Film als aber auch in Lego Jurassic World zu sehen. Der Grund, warum die Szene rausgeschnitten wurde, ist hier nur als Zeitgründe festgelegt. Ich kann mir bei sowas immer nur sehr schwer vorstellen, dass so eine kleine Szene dann doch so viel Zeit in Anspruch genommen hätte, aber man weiß ja nie, was hinter dieser ganzen Mache steckt. Ich muss sagen, ich hätte diese Szene persönlich wesentlich lieber gesehen, weil das einfach den Indominus Rex und seine Fähigkeiten auch ein bisschen mehr beleuchtet hätte. Die nächste Szene, über die wir sprechen, hat es mal wieder in einen der fertigen Trailer bzw. in einen der TV-Spots geschafft, aber halt nicht in den fertigen Film. In dieser Szene sehen wir, wie Owen und Claire auf der Suche nach Gray und Zack sind und die beiden unterhalten sich so ein bisschen über die Kinder und Claire erklärt auch so ihre Beziehung zu ihrer eigenen Schwester und eben den Kindern. Ja, hier hätten wir wieder ein bisschen mehr Tiefgang für diese Figur bekommen und ich finde es immer schade, wenn man diesen Tiefgang, gerade bei Claire, wenn man den Tiefgang hier aus dem fertigen Film rausschneidet. Kurz darauf stoßen die beiden auf einen Kothaufen von Dinosauriern und Owen erklärt ihr, dass es doch eigentlich ganz schlau wäre, wenn sich die beiden mit Kot komplett bedecken würden, damit eben der Geruch vor dem Indominus Rex ferngehalten wird. Der kleine Gag an der Geschichte wäre gewesen, dass Claire auch angefangen hätte, ihr Gesicht mit Kot einzudecken und Owen hätte sich darüber lustig gemacht, dass sie damit ein bisschen zu weit gegangen ist, denn so viel hätte man überhaupt nicht benutzen müssen. Warum die Szene nicht im Film war, sie macht so keinen Sinn, oder? Ich meine, der Indominus Rex jagt ja nicht einfach nur Menschen, er jagt ja auch Dinosaurier, deswegen macht es irgendwie keinen Sinn.
Wenn sie ihren Geruch verdeckt haben, doch, natürlich macht es Sinn. Er würde, ja doch, Entschuldigung, mein Denkfehler, es macht definitiv Sinn, sich mit Kot einzuschmieren, wenn euch ein Dinosaurier verfolgt, der auf der Jagd ist, weil der wird wahrscheinlich dann eher nicht nach dem jagen, was eben dann, dumm gesagt, nach Scheiße stinkt. Jetzt habe ich hier übrigens gerade auch gelesen, warum die Szene wirklich rausgeschnitten wurde, und es ist, ohne Mist, ich denke mir das nicht aus, ich habe euch die Quelle mal unten drin verlinkt, also in der Beschreibung unten verlinkt. Die Szene wurde aus dem fertigen Film geschnitten, weil sonst die Altersfreigabe hätte erhöht werden müssen. Da werden Menschen werden in zwei Hälften gerissen, und es, ey, ich hab's mir nicht ausgedacht, wie gesagt, das war auf jeden Fall der Grund, warum die Szene nicht im fertigen Film gewesen ist. Eine weitere Szene, die es in einen TV-Spot gepackt hat, aber im fertigen Film nicht zu sehen war, war eine Szene, in der Zack und Cray sich noch einmal unterhalten hätten, kurz nachdem der Indominus Rex die beiden verfolgt hat. Im fertigen Film sehen wir, wie die beiden Kinder dann einen Wasserfall runterspringen und eben dann durchs Wasser schwimmen, und der Indominus Rex springt eben nicht hinterher. Zack hätte daraufhin einen Schokoriegel ausgepackt, den mit seinem Bruder geteilt, und die beiden wären auf einen Hügel Richtung Park, also Richtung Jurassic Park Ruinen gelaufen. Auf dem Weg dahin nimmt Zack sich sein Armband ab, mir ist nie aufgefallen, dass er eins anhatte, und schmeißt es zu Boden. Warum die Szene nicht im Film war, ist hier ganz klar beschrieben. Sie war einfach unnötig und auch ein bisschen verwirrend, und ich muss sagen, ja, weil was für einen Bezug hat er denn zu diesem Armband, dass er das wegwirft und dass dann die Kamera noch auf das Armband drauf geht, und da fehlt uns so die Exposition irgendwie dann dahinter, und deswegen hat man sich dann wahrscheinlich gedacht, nein, komm, die Szene streichen wir raus. Die Velociraptoren, die wir in Jurassic World sehen, also Echo, Delta, Blue und Charlie, hätten ursprünglich andere Designs bekommen sollen. Beziehungsweise auch andere Namen. Ja, es sollte einen Velociraptor namens Red geben ursprünglich. Wie gesagt, das siehst du alles in dem Video, was ich dir oben verlinkt hatte vorhin. Ich habe es dir auch nochmal unten in die Beschreibung reingesetzt. Da habe ich das Ganze ein bisschen genauer erklärt. Es sollte ursprünglich der Velociraptor, also ein Velociraptor-Design aus Jurassic Park 3 in Jurassic World benutzt werden, und dieser Dinosaurier sollte eben Red heißen. Red sollte ursprünglich auch das Rudel der Velociraptoren anführen und eben quasi das Beta-Tier nach Owen sein. Interessant hierbei finde ich, dass in einem relativ späten Konzept, also kurz vor dem Dreh des Films, noch überlegt wurde, ob man nicht einfach vier verschiedene Velociraptor-Varianten benutzt. Quasi die Velociraptoren aus Jurassic Park 1, aus Jurassic Park 2, aus Jurassic Park 3 und dann eben noch eine vierte Variante, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Ich finde die Idee sehr interessant, weil ich würde es, glaube ich, schön finden, wenn wir einfach vier verschiedene Raptor-Designs hätten und der Film sich dann auch wirklich die Zeit genommen hätte, vielleicht mal darauf einzugehen, was denn jetzt wirklich der große Unterschied zwischen diesen Dinosauriern ist. Mir hätte das wesentlich besser gefallen. Ihr wisst ja, ich bin nicht der größte Fan vom Design von Blue und Co. Das ist mir alles zu kindlich und zu bunt. Und von meiner persönlichen Warte aus hätte ich diese vier verschiedenen Velociraptor-Varianten definitiv gerne gesehen. Die Szene, in der Claire und Owen im Jurassic Park, also in den Ruinen des Jurassic Parks, vom Indominus Rex angegriffen wurden, die hätte eigentlich auch noch ein bisschen länger gehen sollen. Wir hätten gesehen, wie Claire und Owen sich quasi noch unter einem Baumstamm verschanzt hätten und dort dann einfach versucht hätten auszuharren, bis der Indominus Rex verschwindet. Der hätte noch so ein bisschen rumgesucht nach den beiden, hätte dann irgendwann angefangen zu brüllen, man hätte Helikopterrotoren im Wind gehört und dann wäre der Indominus Rex eben weggerannt. Dann wären wir wahrscheinlich zu der Szene gekommen, in der Masrani mit dem Helikopter den Indominus jagt. Warum die Szene rausgeschnitten wurde, ist hier nicht bekannt gegeben. Ich schätze mal auch aus zeittechnischen Gründen oder weil sie einfach auch die Szene unnötig lang gezogen hätte. Die nächste Szene finde ich persönlich sehr interessant und ich hätte sie irgendwo extrem gerne gesehen. In dieser Szene hätten Claire und Owen, als sie dann eben durch den Dschungel rennen und quasi kurz nachdem sie vom Indominus Rex entkommen sind, beziehungsweise das Tier abgehauen ist, hätten sie durch den Dschungel wandern sollen und wären eben auf einen sogenannten Stegoceratops getroffen. Ein paar von euch mögen jetzt vielleicht sagen, entweder Stegosaurus oder Triceratops. Tobi, was redest du denn da? Naja, seit Jurassic World haben wir offiziell Hybriden. Und jetzt kommt mir ja nicht wieder damit an, dass auch alle Saurier eigentlich Hybriden waren. Nein, Hybriden in der Jurassic-Welt sind ganz klar Dinosaurier, die aus Saurier A und Saurier B zusammengemischt werden. Ein Stegoceratops hätte also ein Hybrid aus einem Stegosaurus und einem Triceratops sein sollen. Claire und Owen hätten also auf so ein Tier treffen sollen und hätten dann festgestellt, Dr. Henry Wu hat scheinbar wesentlich mehr von diesen Dinosauriern erschaffen. Diese Szene hätte sich, wer hätte es gedacht, in der ominösen Districted Area, über die wir auch schon gesprochen haben, abspielen sollen.
Warum der Stegoceratops rausgeschnitten wurde, der Grund dafür ist ganz einfach der, dass der Sohn von Colin Trevorrow seinen Vater darauf hingewiesen hat, dass der Indominus Rex weniger besonders wirken würde, wenn man eben noch einen weiteren Hybriden einbauen würde. Ich muss sagen, ja, auf der einen Seite, ich verstehe den Ansatz hinter dem Gedanken, aber ich glaube, das wäre nicht der Fall gewesen. Und da muss ich einfach an Jurassic World Camp Cretaceous, an die Animationsserie denken, die ich allen immer noch wirklich wärmstens ans Herz legen kann. Zumindest Staffel 1 bis 3, Staffel 4 und 5 sind. Aber auch in dieser Serie sehen wir dann verschiedene Hybridsaurier. Und ich meine, wir sehen in der Serie sogar den Stegoceratops. Und das parallel dazu, während dann auch irgendwann der Scorpius Rex auftaucht. Und ihr könnt mir glauben, dass der Scorpius Rex keineswegs weniger besonders rüberkommt, nur weil wir eben noch andere Hybriden in der Serie haben. Ich glaube, dass das hier auch der Fall wäre, aber wie gesagt, ich verstehe den Hintergrundgedanken, warum man eben gesagt hat, nein, wir haben jetzt einen Hybriden in einem Jurassic-Film, das ist ja erstmal was ganz Neues, auch für uns Zuschauer, lass den erstmal auf die Leute wirken und mach jetzt nicht so viele Hybriden in den Film rein. Ich kann es nachvollziehen, ich hätte es dennoch irgendwie gerne gesehen. Noch dazu haben wir den Stegoceratops ja nie wirklich physisch im Film gesehen, aber wir sehen ihn sogar einmal ganz kurz auf einer Computerschaltfläche in einem der Kontrollräume im Film. Erinnern wir uns gerade nochmal daran, wie der Jurassic World Park wirklich ausgesehen hat. Wir haben ja quasi eine Straße, die den kompletten Park runtergeht und haben dann links und rechts davon verschiedene Geschäfte und die zweigen dann nochmal ab durch kleine Gassen und Wege zu bestimmten Fahrattraktionen, zu Dinosaurierkäfigen und so weiter und so fort. Im Film können wir ja sehen, dass da auch verschiedene Hologramme aufploppen können. Wir sehen einmal ganz kurz im Film, wie das Hologramm eines Diloposaurus aufploppt und dann eben ein Velociraptor dadurch abgelenkt ist. In der Animationsserie Jurassic World Camp Cretaceous sehen wir zum Beispiel auch einmal, wie ein Hologramm eines Tyrannosaurus aufploppt, um eben Rexy abzulenken und davon abzuhalten, die Kinder zu fressen. Diese Hologramme sollte es ursprünglich gar nicht geben und wurden auch erst relativ spät in den Film mit eingebaut. Quasi während des Drehs hat man sich dann dazu entschieden, die Hologramme zu verwenden, denn ursprünglich war geplant, dass man hier animatronische Puppen benutzt hätte. Ähnlich wie wir das Ganze auch in dem interaktiven Animationsfilm Jurassic World Camp Cretaceous Hidden Adventures sehen. Da bekommen wir ja mit, wie die Kids auch durch so eine Dinosaurierbahn durchfahren und an der Seite stehen überall so Roboter-Dinosaurier. Man kann die so gut wie gar nicht von den echten Sauriern unterscheiden. Das hätte eigentlich auch im fertigen Film Jurassic World so sein sollen, dass man eben wirkliche animatronische Dinosaurier im Park stehen gehabt hätte, die aber auch in der Welt von Jurassic World nicht mehr gewesen wären als animatronische Figuren. Da die aber so realistisch gewirkt hätten, wie wir es eben später auch in der Animationsserie sehen, hätte der Indominus Rex einem animatronischen T-Rex den Kopf abgerissen. Auch eine Sache, die ich gar nicht so verkehrt finde, weil das wäre so ein... Es wäre irgendwie cool gewesen, wenn wir erst gesehen hätten, wie dann da ein T-Rex steht und wir hätten alle gedacht, das ist jetzt der echte T-Rex und der Indominus Rex beißt ihm den Kopf ab und wir merken alle, okay, das war nur ein Roboter und dann geht das Tor auf und der echte T-Rex kommt raus und macht dann eben den Indominus Rex fertig. Wäre eine ganz coole Sache gewesen, aber hat man eben auch nicht eingebaut aus Gründen, weil es vielleicht auch zu verwirrend gewesen wäre. Es wäre vielleicht auch einfach zu viel gewesen. Ich hätte es auf jeden Fall echt sehr gerne gesehen. Und die letzte Szene, die rausgeschnitten wurde, wäre eine Szene gewesen, die irgendwo kurz bevor das Raptoren-Squad zusammen mit Owen in den Dominus Rex jagt, hätte passieren müssen. Denn hier hätten wir gesehen, wie Vic Hoskins auf einen Helikopter zuläuft und quasi gerade in einen Helikopter einsteigen möchte, als aber ein Parkmitarbeiter auf ihn zukommt und ihm eben nur sagt, das Raptoren-Squad ist bereit. Daraufhin gibt es eine ganz kurze Diskussion mit den beiden und es wird darauf eingegangen, dass Owen niemals bereit wäre, diese Velociraptoren gegen den Indominus Rex zu benutzen und sie quasi als Waffe einzusetzen. Hoskins erwidert daraufhin aber, ich werde ihn schon dazu zwingen und dann gibt es eben einen Cut in der Szene und wir gehen weiter mit dem normalen Film, wie wir ihn eben auch kennen. Zwei Saurier, die komplett aus dem Film entfernt wurden, die wir hätten eigentlich in einer längeren Szene sehen sollen, abseits eben von dem Stegoceratops, dem Hybriden, hätten noch sein sollen der Edmundosaurus und der Gigantoraptor. Zweiteren kannte ich noch überhaupt nicht, den Namen hat mich dann aber doch irgendwie ein bisschen gefesselt. Ich habe hier mal ein Bild von euch, von diesem Dinosaurier. Welche Rolle der jetzt gespielt hätte, ist nicht bekannt, aber es hätte auch sein können. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass wir 4 unterschiedliche Varianten von Velociraptoren hätten bekommen sollen. Eventuell wäre das eine dieser Varianten gewesen. Und das waren sie jetzt auch schon gewesen. Alle Cutscenes, also alle Szenen, die aus dem fertigen Film herausgeschnitten wurden und aus dem fertigen Drehbuch entfernt wurden. Ich muss sagen, von allen Deleted Scenes Videos bis jetzt war das hier so das Mauste. Da war nicht allzu viel mit dabei, wo ich sage, ja, das hätte ich super geil gefunden. Es gab ein paar Sachen, wo ich mir denke,
Hätte ich ganz gerne gesehen, wäre ganz nett gewesen. Aber im Großen und Ganzen das Einzige, wo ich wirklich richtig heiß drauf gewesen wäre. Richtig, richtig heiß, das wäre gewesen, 4 verschiedene Velociraptoren-Varianten im Film zu sehen. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Hättest du all diese Szenen gerne im Film gehabt oder sagst du auch, ah nee, da war irgendwie jetzt gar nichts so Spezielles mit dabei? Ein kleiner Spoiler fürs nächste Video, in Jurassic World Fallen Kingdom ist einiges mehr dabei, was wirklich sehr interessant ist. In diesem Sinne bin ich für heute erstmal raus mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal.